though he'd be poor and mad if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High, Colorado, Rocky Mountain High. I've seen it rain fire in the sky. Friends around the campfire and everybody's high. Rocky Mountain High. Schwarzen Stein. Tapfer. Ja, alles, wir machen alles, was da kommt und wieder hoch. Viele Kunden. Nur da unten sind wir. Was kannst du haben? Ich weiß nicht, wo es jetzt genau ist. Werner, wir glauben fest an dich. Wo ist denn der Werner? Das verstehe ich für mich mit seiner Arbeit. Ich weiß, dass dieser Ja, das sieht man. Ja, das ist gut, Luft, damit ich mal keine Feuchtigkeit einbringen kann, ist ein wesentlich empfindlicher, aber hier nicht. Das wird ja leicht warm und deswegen. Ja, wir haben jetzt aber, ich muss sagen, doch, wir haben jetzt mal einen Grund gehabt, weil wir noch einen 7. DVB-T-Sender mit drauf gehabt haben und da gab es eine rechnerische
Statistik, dass das einmal im Jahr einen Überschlag geben könnte durch die Phasengleichheit, wo alle 7 Sender haben. Und wenn einmal ein Überschlag ist, dann hört es ja nicht mehr auf. Und dadurch hat man gesagt, hier oben, wenn man das unter Druck setzt, dann ist das wirklich ausgeschlossen. Nachdem alles digital ist, also hier laufen eigentlich erstmal die Signale auf, die wo wir über Lichtfunk oder über Hallenfang reinbekommen. Die werden hier verarbeitet, wo was zum Sender gehen. Aber nachdem alles digital ist, läuft der Bildschirm in Ringstruktur. Wird vom Studio bis hier rein digital übertragen und dann wird es am Schluss analog umgesetzt. Auf analoges Mittelplätzchen ist das Programm hier dann die Ersatzprogramme, was dann ausgezahlt wird. Also haben diese, da komme ich später noch dazu. Erstmal sehen wir einen Versorger selber über Lichtfunk, da haben wir zwei Lichtstrecken. Da haben wir eine geschlossene Leck hinten rum, auch wieder da und der schaltet von selber um. Und was hier dazwischen ist, das wo PVI heißt, ich vergleiche die beiden, also wenn die unterschiedlich belegt werden, würde der Pegelunterschied merken und uns adaptieren dann wieder. Also wir sehen, wenn die wirklich einmal alle beide ausfallen würden, haben wir nachher noch den versetzten Zappler da, das geht über Satellit rein, der schaltet den automatisch auf den. Wenn der auch nicht mehr geht, haben wir noch einen Ballempfang von Ismaning, die werden mit der eigenen Leitung versorgt. Aber nahezu die Richtung ist nahezu absolut 99,99% stabil. Was ist das? Das sind 6 große Fernseher an der Wand, am Schreibtisch sind 4, an dem Tisch sind 4 und 7 sind also hier sind wir jetzt in unserem Büroraum. Wir halten uns eigentlich hauptsächlich auf, wenn wir keine Wartungen in eigentlichen Sendern haben. Und was hier unser Hauptjob ist, eigentlich die ganze Abwicklung der Senderanlagen hier zu machen. Also was wir hier sehen, ist der Sendersaal. Zu Lauritz sind die UKW-Sender, die sind luftgekühlt, haben 5 Stück, Bayern 1 bis Bayern 5, wobei Bayern 1 und Bayern 2 einen Reservesender haben und Bayern 3, 4, 5 auch einen. Das ist eine N+1-Anlage. Also wenn da einer ausfällt, das erkennt das Gerät von selber hier oben, das ist die NSU. Der überwacht alle. Das sind die Steuergeräte hier. Das sind mal die Ausgangsleistung und Reflexion. Wenn da einer ausfällt, das erkennt er und der schaltet ihn automatisch auf Reserve um. Hier oben ist der Ausgang, der Halbausgang mit den Rohren. Dazwischen sind die Koax-Schalter, die wurden dann auf Reserve, auf die Weite dann draufschalten. Wenn man den auf Reserve schaltet, muss man erstmal den Sender einschalten, auf die richtige Sendefrequenz bringen und das richtige Eingangssignal drauf machen. Das macht alles die Steuerung. Weil die Idee hat jetzt mit drüben bei diesem Bild hier ein bisschen mehr Leistung. Wir brauchen die Thomas, wink mal. Dreckgenehmigung. Gut. Ja, bitteschön, jederzeit. Für hübsche Damen ist immer Platz. So, also
Danke. Ja. Ah.